Regression mit GeoGebra. Und das ist ein sehr wichtiges Thema für alle, die zum Beispiel in Physik mit iPad-Unterstützung in Prüfungen wie das Abitur gehen. Von daher möchte ich hier genau zeigen, wie man dabei vorgeht und was man im Idealfall alles dokumentiert. Ich gehe also davon aus, dass ihr eine Messreihe habt. Ich habe jetzt ein paar Werte ausgedacht, die jetzt erstmal nur rein mathematisch mit x und y notiert werden. Sagen wir mal 6 Messwerte von x gleich 0 bis x gleich 5. Und die y-Werte dazu sind 0, 0,85, 3,35, 7,5, 13,5 und 21. Dann möchte ich erstmal sehen, wie die zugehörigen Messpunkte im Graphen liegen. Ich starte also GeoGebra. Es ist jetzt hier in der Classic-Version, aber es geht auch mit dem CAS-Rechner und dem Grafikrechner auf dem iPad genauso. Ich gebe den ersten Punkt 0,0 ein. Die App ergänzt dann automatisch die Punktbezeichnung A. Vielleicht beim iPad nicht, dann muss ich A gleich 0,0 schreiben. Aber ansonsten ist es auch schon das Gleiche. Das mache ich dann auch mit den anderen Punkten. Also 1, 0,85. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz lünkern, wie die Messreihe weiterging. 2, 3,35. 3, 7,5. 4, 13,5. Und 5, 21. So, die Software schreibt dann auch alle Punktbezeichnungen mit ins Bild. Das stört mich jetzt hier ein bisschen. Markiere ich also den letzten Punkt, drücke die Shift-Taste für Großbuchstaben und markiere den ersten. Als Folge ist dann der ganze Block markiert und ich kann mit der rechten Maustaste die Beschriftung schnell entfernen. Zack, weg. Dass die Punkte Bezeichnung haben, ist aber auch sehr gut, denn so kann ich sie jetzt schnell in einer Liste zusammenfassen. Ich definiere daher L1 als Liste. Dafür brauche ich diese geschweiften Klammern. Mit den Punkten A, B, C, D, E und F. Dann kommt der zentrale Befehl für die Regression. Bei einer Geraden heißt er Trendlinie, genauer gesagt Trendlinie von L1. Natürlich erkennen wir hier, dass die Punkte nicht zu einer Geraden passen, das ist also Quatsch. Also gleich wieder weg damit. Es scheint vielmehr ein quadratischer Zusammenhang zu sein. Der Befehl dafür heißt Trendpoly. Und in die Klammer kommt dann erst L1 und danach die höchste vorkommende Potenz. Das ist bei quadratischen Funktionen dann die 2 für x hoch 2. Der Graph passt gut und ich schiebe mal den Trenner hier nach rechts, damit man die gesamte Funktionsgleichung sieht. Was ich jetzt immer noch ein bisschen unschön finde, ist, dass man hier argumentieren muss, warum der lineare Teil und der Zahlenwert als irrelevant angesehen werden und damit weggelassen werden können. Wenn man ja schon vorher sieht, dass hier y proportional zu x² ist, also ein rein quadratischer Zusammenhang besteht, kann man nicht damit auch eine passende Regression machen? Antwort: Inzwischen ja, kann man. Der Befehl heißt dann einfach nur Trend, dann kommt L1 und dann in eine geschweifte Klammer kommen die Elemente, die dann als Linearfaktoren in der Lösungsfunktion drin sein sollen. Das ist hier nur das x². Schwupps, schon habe ich eine viel einfachere Lösung. Und die Graphen kann ich mit bloßem Auge gar nicht unterscheiden. Und da man bei einer Regression ja auch eine möglichst einfache geeignete Funktion sucht, ist das Ergebnis so viel besser. Kommen wir also zurück zur Dokumentation. Was auf jeden Fall dazu gehört, ist eine Darstellung der Punkte im Koordinatensystem und der Graph der gefundenen Lösungsfunktion. Ich mache das hier mal als Skizze. In einer echten Prüfung würde ich mir da schon aber auch etwas mehr Zeit nehmen. So, x von 0 bis 5, y von 0 bis etwas mehr als 20, dann am besten in 5er Schritten, Punkte einzeichnen, Farbe wechseln, Graph zeichnen und dann ist das auch schon erledigt. Dann dokumentieren wir Ein- und Ausgabe mit GeoGebra. Da fällt mir ein, es gibt noch eine alternative Eingabemöglichkeit, die viele auch für die geschicktere halten. Ich zeige sie mal. Gehe also in dieses Programm, lösche alles und fange nochmal von vorne an. Keine Angst, das geht jetzt schnell. Ich erstelle eine Liste L1 mit geschweiften Klammern und trage dort alle x-Werte ein. Dann erstelle ich eine Liste L2 mit den y-Werten. So, und jetzt kommt der große Trick. Ich mache noch eine dritte Liste, L3, und die besteht aus Punkten, und zwar aus den Punkten, deren x-Koordinaten in L1 und deren y-Koordinaten in L2 stehen. Dazu muss ich hier nur eine ganz normale, einfache, runde Klammer um L1 und L2 setzen. Fertig. Nun sind die Punkte auch wieder zu sehen, wenn ich das Koordinatensystem ein wenig zurechtgezuppelt habe. Diesmal auch gleich ohne Punktbezeichnung. Der Rest bleibt gleich, jetzt nur mit L3 statt L1, also Trend, L3, x² und ich bin wieder soweit fertig. Okay, die automatisch erzeugten Farben finde ich gerade nicht so toll, aber das ist auch schnell korrigiert. So. Diese Eingabevariante dokumentiere ich jetzt auch mal. Liste L1 enthält also die Werte von 0 bis 5 und Liste L2 die Messwerte 0, 0,85 und so weiter.
Liste 3 ist die Liste aus Punkten mit den Werten aus L1 und L2. Dann muss ich begründen, welchen Funktionstyp ich wähle. Ihr habt ja gesehen, ich kann alles Mögliche auswählen, ob es passt oder nicht. Die einfachste Begründung ist übrigens, es sieht so aus, als ob es passt. Also schreibe ich einfach mal hier, die Punkte scheinen zum Graphen einer rein quadratischen Funktion zu passen. Und deswegen nehme ich den Befehl trend L3, x². Auch das Ergebnis gehört in die Dokumentation. Jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Ah ja, da. F von x gleich 0,84 x². Sind wir jetzt in der Physik, dann muss ich den Zusammenhang auch mit den gegebenen Messgrößen aufstellen. Sagen wir mal, die x-Werte wären Zeiten t in Sekunden und die gemessenen y-Werte zurückgelegte Strecken s in Metern. Dann schreibe ich jetzt f von x als s von t. Man muss also im Prinzip erstmal nur die Buchstaben zu ersetzen. Also aus dem x wird ein t und aus dem y wird ein s. Aber Physiker arbeiten auch mit Einheiten, auch in Funktionen. Hier jetzt, da t üblicherweise in Sekunden gegeben ist, dort t² steht und am Ende Meter rauskommen sollen, muss ich als Einheit Meter durch Sekunden zum Quadrat ergänzen. Übrigens ein bisschen aufpassen, das orange S vorne steht für Strecke und das grüne S hier hinten für die Messeinheit Sekunden. Da kann man leider schnell durcheinander kommen, weiß ich auch. Letzter Schritt, ich muss bewerten, ob mein Funktionsgraph gut zu den Daten passt. Hier ist es sogar fast perfekt. Das heißt, ich raffe mich noch zu einem Satz auf, wie zum Beispiel Graph und Punkte passen sehr gut zusammen. Fertig. Wirklich fertig. Was ich jetzt nochmal mache, ich fasse zusammen, was alles in eine vollständige Dokumentation reingehört. Also zuerst die Daten, ebenso wie die Darstellung mit Messpunkten und Lösungsgraph. Dann die gewählten Befehle zur Eingabe in GeoGebra. Da ich den Funktionstyp frei wählen darf und dabei je nach Eingabe sinnvolle oder sinnfreie Ergebnisse erhalte, muss ich kurz erwähnen, welchen Typ ich auswähle und warum. Es folgt der dazu passende verwendete Befehl und das Ergebnis, das GeoGebra dann ausspuckt. Das schreibe ich dann noch als physikalischen Zusammenhang inklusive Messeinheiten und zu guter Letzt gebe ich eine kurze Bewertung ab, ob die Lösung passt. Wenn ihr das alles gemacht habt, habt ihr in der Prüfung, insbesondere im Abitur, zu diesem Thema wirklich gute Karten. Ich drücke euch die Daumen, dass alles gut läuft und verabschiede mich für dieses Mal. Macht's gut.